schau, geil, da sind Endrider drin, wo die Türen falsch rum draufpickt sind. Da ist aber nicht die ganzen Dinge. Okay. Warte, gut zurück. Hallo und herzlich willkommen zu Tab, Table and Beyond. Und heute machen wir eine Runde Fluff Talk. Wir müssen mal so, Fluff Talk. Dazu habe ich einen Tom dabei. Was ist da? Ah, okay. und wir machen heute Fluff Talk, ganz professionell. Ihr seht das Schild Fluff Talk. Und da geht es, wie der Fluff Talk schon sagt, um den Fluff. Um Warhammer Fluff. Was ist der Fluff? Die Hintergrundgeschichte. Nachdem wir da beide ja sehr versierte Spezialisten sind. Absolut. Absolut versierte Spezialisten, haben wir gedacht, wir reden da mal ein bisschen drüber. Wir reden nicht drüber, wir stellen das jetzt mal klar. wir stellen das klar. und zwar ist es so, ich möchte jetzt einmal eine Spoilerwarnung rausgeben. Stellen wir es gleich mal klar, wir haben beide keine Ahnung. Ja. Wir haben beide keine Ahnung. Also wenn ihr wirklich versierte Hintergrundgeschichte und was hören wollt, dann schaltet woanders hin, schaltet aus, es wird jetzt Bullshit. Es ist jetzt so, ich habe jetzt angefangen, ich habe hier die vier Bücher von der Horus Heresie, die ersten vier sind es. Habe aber da tatsächlich irgendwann aufgehört zu lesen. Und zwar beim vierten Buch, das habe ich nicht mehr fertig gelesen, da kam ich nicht mehr dazu. Und jetzt gibt es ja die Bücher als Hörbuch. Ja. Und ich höre mir momentan die Bücher als Hörbuch an. Ich habe jetzt das erste, zweite schon komplett angehört und beim dritten bin ich gerade dabei. Und das vierte ist, glaube ich, auch schon raus, wenn euch das interessiert. Und ich finde, als Hörbuch ist das... Bleibst du stehen? Als Hörbuch ist das ganz cool, weil das, ich höre das zum Beispiel beim Autofahren oder beim Rasenmähen oder beim Radfahren oder halt wenn ich die Wohnung aufräume, Staubsaugen, scheißegal was, höre ich mir nebenbei die Story an. Und deswegen Spoilerwarnung hier von den ersten drei Büchern, soweit ich jetzt bin, die Geschichte, ich rede mal jetzt ein bisschen drüber, wir können aber auch massivst abschweifen, weil wir jetzt einfach mal quatschen, wie uns die Schnauze gewachsen ist, wie wir gerade Bock drauf haben, was wir halt über den Fluff überhaupt wissen. Also das geht jetzt kreuz und quer durchs Warhammer-Universum, ohne große Ahnung, wie immer halt bei uns, aber heute zum Thema Warhammer-Fluff. Wen das interessiert, diese Bücher hier, weiß vielleicht nicht jeder, also es gibt diese ganze Hintergrundgeschichte, es gibt die Black Library. Das ist praktisch der Buchverlag von Games Workshop. Mhm. Ich weiß gar nicht, was für Firma das dann eigentlich ist. Ist ja egal, auf alle Fälle bringen die zu 40k, also die Heresie, und auch 40k Romane raus zu allen möglichen Themen. Mhm. Um jetzt nochmal kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, ich glaube, ihr könnt auch gewisse Romane über einen Taschengelddieb bestellen. Wenn ihr das über meinen Affiliate-Link unten macht, bekommen wir wieder ein bisschen Provision für den Kanal, von dem wir wieder Geld in den Kanal stecken. Da ist uns allen geholfen. Aber ja, es gibt viele Romane, tausende. Ja, also 40k ist, glaube ich, ziemlich groß. Leider haben sie die Erde immer noch nicht erreicht, auch wenn es schon 164 Millionen Bücher gibt. Okay, also wir reden jetzt mal, wir starten, sagen wir es so, wir starten jetzt mal hier in der Horus-Heresie. Die Horus-Heresie ist ja so, es gab ja den Imperator der Menschheit, das ist ja der Obermacker, ja. Der Chefboss von, ja. Der überhaupt, der hat sogar goldene Rüstung, so heftig ist der. Ja, und hat aber Rogaldorn auch, von Sanguinius. Okay, weiß ich nicht. Und der Imperator ist ja absoluter Übermensch, der ist ja schon fast gottgleich, also der hat ziemlich heftige Kräfte und so, glaube ich. Ja, der ist ja kein richtiger Mensch. Mhm. Was ist das dann? Ist der gezüchtet, oder? Ja, der Imperator ist doch diese, es gab ja auf der alten Erde in die Age of Strife, also weiß ich nicht, wie das heißt auf Deutsch, so in einem furchtbaren Zeitalter. Also die Menschheit war super Grassoletti und hochtechnologisiert und hat irgendwie die ganze Galaxie irgendwie erobert, keine Ahnung. Und dann war so ein Wabris oder irgendwie sowas, eine Verwerfung. Und praktisch dieses Sternenreich der Menschheit ist auseinandergefallen und jede Welt für sich ist wieder so in dieses Feudaltum zurückgefallen oder viele davon.
Der Mars zum Beispiel ist ja bevölkert worden und war so das Technologiezentrum, das ist dann abgeschnitten worden und ist dann auch irgendwie so eigenbrötlerisch worden. Und die Erde ist halt zurückgefallen in so... Die Erde ist ja Terra, oder? Das ist schon, genau, wenn es um Terra geht, das also ist die Terra Erde. Also Terra ist die Erde, das ist so zurückgefallen in so, was ist jetzt, so Bandenkämpfe, also im großen Ausmaß, so Feudalherrentum. Und der Imperator ist praktisch, es gab irgendein so einen Stamm, und da waren so Zauberer und Magier-Typen, die haben einen rituellen Selbstmord gemacht in der Gruppe und denen ihre Geister sind reinkarniert, also es waren irgendwie so 15 Typen oder so, sind dann wieder reinkarniert, das war das Ziel davon, als der Imperator. Mhm. Und das ist jetzt praktisch dieses Wesen. Genau. Und aber hier nochmal an dieser Stelle alles komplett ohne Gewehr. Wenn ihr das besser wisst, schreibt es gerne alles in die Kommentare. Wir quatschen heute nur. Weil wir haben uns letztens über den Fluff unterhalten und es war ganz interessant. Und dann habe ich gesagt, hey, warum nicht mal aufnehmen? Vielleicht interessiert es ja jemanden. Wenn nicht, lassen wir es. Wenn nicht, dann lassen wir es bleiben. Genau, und jetzt ist halt so, der Imperator hat ja seine Primaren gezüchtet. Die 20 Primaren. Mhm. 20 Primaren, von denen aber zwei von Anfang an schon unbekannt sind. Mhm. Die anderen sind bekannt und alle von den Primaren haben ihre eigenen Space Marines Orden gekriegt. Eigentlich sollten es ja 16 werden, weil er wollte sie Deutschland das vornehmen, also Deutschland mit den 16 Bundesländern praktisch. Ja, das hier ist Vorbild genommen und den Bundesländern entsprechend wollte er Primaren machen. Aha. Weil er sich denkt, aber ein oder zwei werden bestimmt nichts, mache ich erstmal 20. Auf jeden Fall. Und die Primaren sind aber, das steht jetzt, kriegt man alles so ein bisschen mit in den Geschichten auch. Die Primaren sind aber durch irgendwie die Chaosgötter, also die Chaos, das sind halt die Bösen, die Dämonen und so. Und die haben aber das, denen hat das nicht passt, dass der da die Primaren macht. Und die Primaren sind gezüchtet worden in so einer Zuchtstation, in so einer Brutstation, wie in so, von so einer Legehenne, irgendwo im. So wie in der Matrix. Wie in der Matrix, im Himalaya-Gebirge, in so einem Labor. Und die sind aber, bevor die fertig waren, sind die komplett ins Universum verstreut worden. Der Imperator hat aber scheinbar gemeint, ja, mei, das ist ja wurscht. Und hat halt dann, weil die Primaren alle weg waren, mit denen er vorher, das war, hätten halt seine Waffen sein sollen, seine Kriegsherren und Waffen, hat er gesagt, okay, das ist so anstrengend, nochmal solche Primaren zum Züchten, deswegen mache ich mehr oder weniger so eine Sondermüllaktion und mache die Space Marines. Und die Space Marines ist halt mehr oder weniger so eine total abgespeckte Version der Primaren. Deswegen kriegt da jeder Space Marine Orden hat er seinen Primaren dann über den drüber, weil aus dieser Primaren-Gensaat hat er halt dann dieses Space Marine Orden gemacht. Genau. Und die Space Marines sind aber eigentlich bloß auch, der wird nicht direkt geboren als Space Marine, sondern es sind weiterentwickelte Menschen und die werden dann umgezüchtet, mehr oder weniger. Die, ja, werden genau. Dann, die nehmen halt heftig früh Anabolika und Steroide und dann werden die immer krasser, dann werden dann noch. Ja, sie kriegen auch ein zweites Herz und so. Dann, genau, dann wachsen ja noch Gedärme und so Geschichten und dann werden die super krass. Und dann sind Space Marines und Space Marines sind heftig. Space Marines sind fast so groß wie ich und richtig brot. Also so wie der Michi ungefähr. Ja. Also der Michi ist ein Space Marine. Und ja, genau. Auf jeden Fall, um jetzt ein bisschen mehr auf die Story herzugehen, da geht es um Horus. Der Horus ist quasi einer der Primaren und der Horus ist so, kann man sagen, vielleicht ein Imperator, sein Lieblingsprimarch, weiß ich nicht, kann man jetzt nicht so schlecht nicht so sagen. Aber der Horus ist halt vom Imperator, der Imperator hat gesagt, ich ziehe mich jetzt zurück, ich habe wichtigere Sachen zum Tor, wie das komplette Universum unter mich zum Unterjochen oder zum Befreien. Also man muss dazu sagen, der Imperator hat die Space Marine Legionen gezüchtet, hat die genommen und die Galaxis zurückerobert und während er das gemacht hat, hat er nach und nach wieder die Primachen entdeckt. Genau. Die hat er alle wieder gefunden, bis auf zwei, weil die zwei sind verschollen. Genauso wie die Orden. Ja, da gibt es mehrere Theorien dazu, weil die anscheinend nichts geworden sind. Okay. Ja. Und wer ist kommen, um die zu vernichten? Hallo, ich bin ein Speichmarin! Ja, den Orden da mal weg. Weiß ich nicht, wer ist da gekommen? Die Space Wolves natürlich. Die Space Wolves, die haben alles kaputt gemacht, die Space Wolves. Ja, richtig. Genau, also... alle waren wieder zusammen. Genau. Und jetzt war schon der Kreuzzug ziemlich groß. Die haben schon ziemlich viel unterjocht und dann oder halt wieder zurückgewonnen, zurückerobert, um die menschliche Wahrheit zu zeigen. Also es ist halt wichtig,
es gibt halt da mehr oder weniger kein Glauben. Also die dürfen nicht an Götter glauben. Das ist denen irgendwie verboten, sondern es heißt, na, es ist alles die menschliche Wahrheit, bla bla bla, keine Götter sowieso. Der Imperator hat praktisch so eine Agenda. Und das ist halt durchaus ziemlich absolutistisch auch. Mhm. Also er sagt halt, seine Wahrheit ist die Wahrheit und neben der Wahrheit gibt es keine andere Wahrheit. Aber er meint es gut. Ja, ja, das meinen ja alle immer. Alle meinen es gut. Auf jeden Fall hat sich der Imperator zurückgezogen, der hat jetzt Wichtigeres zu tun, es weiß aber keiner so genau was, zumindest in der Story nicht. In Wirklichkeit, glaube ich, mag er sich nochmal irgendwie sichern gegen die Chaosmächte und so, aber... Das weiß niemand. Das weiß man nicht. Auf jeden Fall, dann ist der Homus... Weiß man eigentlich schon. Ja? Ja. Er baut den goldenen Thron. Ach, den baut er da schon? Ja, ja. Hat er das da schon gewusst, dass er stirbt? Der Imperator? Mhm. So eine gewisse Ahnung hat er immer davon gehabt, dass er praktisch nicht unendlich Zeit hat. Mhm. Aber er erklärt es ja irgendwann, wie das ist, weil er hat ja so. Der Imperator hat ja praktisch alle Gaben, jeder Primarch hat ja eine gewisse Gabe. Conrad Curses Batman, Sanguinius kann in die Zukunft schauen, Vulkan ist, kann wiedergeboren werden und so weiter und so fort. Die einen sind voll die heftigen Diplomaten, die anderen sind krasse Kämpfer und so. Und der Imperator vereint praktisch all, Magnus ist ein heftiger Zauberer, der Imperator vereint alle diese Gaben, also der kann alles davon, er kann wiedergeboren werden, mir fällt gerade das Wort nicht ein, wie das heißt. Inkarniert, Inkarnation. Ja, aber da gibt es so, ist egal. Du meinst wiedergeboren. Ja. Ist egal, ein Perpetuum mobile. Genau, es ist unendlich. Er ist ein Perpetuum mobile. Ja, ich glaube, er ist ein richtiger Gescheitschmatzer. Das auch. Genau. Ja, genau, und er kann halt super heftig Grassoletti zaubern. Also, der ist im Zaubern so mindestens 10.000, hätte ich gesagt. Mhm. Und so ein normaler Space Marine Zauberer ist so. Ich frage mich gerade, wer da jetzt Gewinner? Wer da Gewinner? Der Imperator oder Son Goku? Das war heftig. Bist du Dragon Ball-mäßig versiert? Ja. Son Goku oder Imperator? Was meinst ihr? Ich glaube, ich bin auf jeden Fall für Son Goku. Ich bin definitiv Imperator, weil er macht ihn halt, er zaubert ihn halt kaputt. Der Son Goku lässt sich nicht verzaubern. Wie? Der ist zu schnell. Der beamt sich einfach weg von den Zaubern. Okay. Naja, okay, aber um wieder auf den Platz zu kommen. Es gibt ja eine Theorie, dass der Imperator praktisch der Chaosgott des Guten ist. Mhm. Auf jeden Fall hat sich der Imperator zurückgezogen und hat zum Horus gesagt, du pass auf, Horus, du bist der Stellvertreter, du bist jetzt der Kriegsherr, du managst das alles. Der Horus ist ein ziemlich cooler Typ, der macht das alles echt gut und so und der ist charismatisch und super geil und hat das alles super hingekriegt. Und der Horus hat sein Moneyworld, wo viele wichtige Typen mit dabei sind. Der Loken, ja. Der Abaddon. Abaddon ist ja der später komischerweise dieser Chaos-Boss wird. Ja, ist halt der First, der Captain von der First, von seiner Erden. Genau. Super Grassoletti. Genau. Auf jeden Fall. Die ersten Kompanie wollte ich sagen. Mann. Die Sons of Horus, wie haben es davor geheißen? Luna Wolves, ja. Das ist nämlich auch eine. Für mein neues Format vielleicht eine Frage. Mal schauen. Auf jeden Fall ist es so, dass die. Dann kommt aber irgendwann schon langsam auf, also ich bringe jetzt alles total durcheinander. Ich habe es letztens noch so schön chronologisch im Kopf gehabt, aber ist jetzt wurscht. Dann kommt halt auf, es gibt dann solche geheimen Logen, da wo die ganzen Space Marines und so sind, in die geheimen Logen und so. Alles, was geheim ist, mag ja eigentlich der Imperator gar nicht. Das soll gar nicht sein. Da treffen sich die Marines. Der Imperator tut ja auch ziemlich viel Geheimnis krämen. Er darf das, er ist ja der Chef. Ach so, okay. Aber die anderen sollen es nicht dürfen. Und das ist halt sehr verachtet und es ist aber trotzdem, kriegt dann, ich glaube, es geht hauptsächlich um den Loken am Anfang. Und jetzt weiß ich nicht, ist das der Loken gewesen? Ja, der Imperator sagt ja immer, ihr müsst die Galaxie erobern. Und dazu gibt es halt mehrere Möglichkeiten. Es gibt halt so die World Eaters. Die machen halt einfach jeden Planeten platt. Ja, das sind voll die Metzger einfach. Ja, und es gibt halt, der Horus ist da halt eher, der macht halt das immer sehr diplomatisch und versucht halt das diplomatisch irgendwie zu regeln und nur praktisch im Äußersten dann die militärische Dings. Wobei seine Luna Wolves und Sons of Horus doch sehr hart vorgängen. Ja, wenn es dann soweit ist, ist dann schnell vorbei. Aber bis dahin versucht er es halt oft so ein bisschen zu regeln. Das Ding ist aber, selbst wenn das praktisch über Verhandlungen funktioniert, wird dem Planeten dann praktisch diese imperiale Wahrheit aufgezwungen. Also da gibt es halt kein Vorbei.
Und ja, es wird dann sofort eingegliedert in praktisch in dieses Imperium. Das heißt, sie müssen Abgaben zahlen, Steuern und so weiter. Das wird alles wird vernichtet von deren Kultur und wird halt umbaut so auf das Ding. Und der Horus denkt sich halt irgendwann, oh, ist das wirklich so richtig? Mhm. Auf jeden Fall, Horus hat halt, von der Storyline ist halt so, der hat halt da seine Monuals, also das ist ein Trupp aus verschiedenen Space Marines, die ihm beraten und ihm gut mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die sind auch und, aber auch seine Wachhunde sind irgendwo, die einmal die Meinung so vorgaukeln, dass es gibt da so eine Szene im Buch, da wo sie halt richtig hart sind und sagen, na, den müssen wir umbringen, dann müssen wir sofort. Und dann kann der Horus quasi als der Diplomatische erscheinen und der Gutmütige, obwohl er eigentlich diese Meinung hat und möchte, dass das so passiert, aber er kann sagen, na, jetzt machen wir mal runter vom Gas. Und also es sind jetzt schon seine Hunde, die wo halt dann... Und man merkt auch im Laufe der Story, je mehr der Horus, sagen wir es gleich, wie es ist, der Horus wird besser. Die Titanic geht unter, sorry. Die Titanic geht unter, es ist einfach so. Wir haben ja eine Spoilerwarnung rausgegeben, oder haben wir? Wir haben zumindest das Wort Spoiler erwähnt. Also Spoilerwarnung, die Titanic geht unter. Um das alles ein bisschen schnell zu machen, es passiert eine Schlacht. Und zwar ist dieser Erzverräter der Erebus, das ist so, der ist schon vom Chaos geimpft worden. Also das Chaos war schon, hat schon mit dem Erebus geschmatzt und der Erebus ist halt so ein Typ und so ein Space Marine. Und der ist schon von so die Wordbearers. Von den Wordbearers mit tätowiertem Kopf und so. Ui. Und der. Das heißt, der war schon im Gefängnis. Mit so Tränen unter die Augen. Und der hat jetzt zum Horus gesagt, du, hat den Horus bloßgestellt in der großen, wo der Horus groß gesagt hat, ah, wir haben den Planeten und da, ja, das ist alles super, alles ist gut, ich habe das voll super gemacht. Und dann hat der Erebus sofort alle Leute so gesagt, nein, Horus, du Schmatzer, das stimmt doch gar nicht, weil der Chef, den wo du da hingesetzt hast, also Horus, du hast da gesagt, der ist jetzt da der Chef, der ist jetzt da der Bundeskanzler, der ist bass geworden, der hat gesagt, du bist voll der Zipfe, also du, das ganze Imperium ist scheiße und ich mache mein eigenes Imperium. Und das hat dann Horus natürlich vor versammelter Mannschaft so dermaßen gedemütigt. Und der Erebus hat das genau gewusst. Und dann hat aber der Erebus schon das so rausgehauen und hat gesagt, du, aber reden wir später weiter. Unter vier Augen schmerzen wir später weiter, so ungefähr. Und dann hat aber der Horus auch gesagt, ich mag sofort wissen, was da los ist. Und dann hat er jetzt schon den Gedanken so, und er hat ihn geimpft, weil der Horus auserwählt war, von den Chaosgöttern mehr oder weniger auf ihr Seiten zum Kämmer und weil die Chaosgötter brauchen jemanden, um gegen einen Imperator vorzugehen ein bisschen. Oder hätten gern jemanden, der hilft. Ja, ich glaube, so unglaubt haben es bei jedem. Ja, wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, und dann war es halt so, dass da der Horus schon angeimpft war und der Erebus hat es halt so hintraut, dass der Horus aus Stolz und Ehre unbedingt selber dahin wollte und den Typen, den Verräter, selber umbringen wollte, wo man sagt, der kriegt's ja selber, geht da normal nicht hin. Und dann sind die halt auf den Planeten gekommen und dann war halt der ganze Planet, ich weiß gar nicht, wie der Planet geheißen hat. Wir haben jetzt übrigens schon ganz früh Vorgeschichte wieder weglassen, alles was außen rum ist, was total uninteressant ist. Welcher Planet? Da, wo das passiert ist mit dem Horus. Das mit, wo er verwundet wird, mhm. Darwins Mond. Darwins Mond. Dann sind die da hingekommen und da war alles schon total vernörgelt. Da war alles total eklig und lauter Nörgel und Pox. Man muss da dazu sagen, der Imperator hat die Primarchen sämtliches Wissen über Zauberei, Chaos, Chaosgötter, Dämonen, Ähnliches absolut vorenthalten. Und wenn sowas irgendwann in der, man muss ja sagen, diese Kreuzfahrterei da, die hat ja ewig gedauert durch die ganze Galaxie. Da sind ja hier und da mal über sowas drüber gestolpert. Mhm. So, hoppala, was ist denn das? Und der Imperator hat immer gesagt, denk da nichts, das ist alles cool, Und so sind die heute halt auf diesen da hingekommen, auf den Planeten. Und offensichtlich war das nicht zum Erkennen. Und da die das nicht gewusst haben, war das für das halt so, ja, ist eigentlich alles ganz cool da, oder? Mhm. Ist alles ganz cool. Mhm. Und haben sie halt irgendwann dann gewundert, weil da dann ein Haufen Monster kommen und den ihr umbringen kannst, lauter so Poxbringer und so Geschichten, also Nörgelgeschichten waren das halt. Und dann ist halt der Horus da neu und hat halt tatsächlich auch diesen Erzverräter, nein, nicht den Erzverräter, der hat dann den Typen, der er ihm verraten hat, der hat er gefunden, der ist aber schon voll mutiert gewesen. Der war schon voll vernörgelt und mutiert und voll der Chaos und da hat er gemerkt, dass das Chaos aus ihm spricht. Der hat dann gekämpft mit dem Horus
Und der war jetzt super stark, der war voll heftig, durch das, dass der halt von den Chaosgöttern besessen war. Hat er tatsächlich mit dem Horus mithalten können, was normalerweise undenkbar ist, mit so einem Primachen mitzuhalten. Und der hat es dann tatsächlich auch geschafft, den Horus zum Verletzen mit einer Waffe, die der Erzverräter Erebus erst davor woanders geklaut hat, mit so einer anderen menschlichen Spezies, mit denen, wo es eigentlich erst versucht haben, Freund zu werden. Dann ist es aber vorgekommen, dann haben sie sich langsam angenähert und dann ist da diese Waffe abhanden gekommen und dann haben es doch alle niedermetzeln müssen. Auf jeden Fall, mit dieser Waffe ist der Horus verletzt worden und dann ist er schwer verletzt worden. Die haben aber dann auf dem Planeten gewonnen und er ist aufgewischt. Ich glaube, die haben mal den Kopf abgeschnitten, oder? Am Horus? Ja, ja. Nein. Schwer verletzt. Nein, der Schulter. Ach so. Verletzung in der Schulter hat er gehabt. Ach so, okay. Mhm. Ich meine, der Kopf ist immer abgeschnitten. Nein, die Schulter ist er gestochen worden. Und dann sind sie halt zurück und dann ist der Horus, hat er sich erstmal seine Sekretärin geholt, die wo er ihm alles aufschreiben soll. Du musst schauen, der Primarch von der, jetzt wollte ich schon von der Black Legion sagen, von den Sons of Horus, der ist in Schulter piekst worden, dann ist er umgefallen. Mhm. Ja, weil die Waffe halt irgendwie, es war irgendwie eine super Waffe, das war irgendwie eine super krasse Waffe, die war halt extra zum Primachen töten durch scheinbar. Oh, vom Interreptus. Na, wie haben die geheißen? Ach, keine Ahnung. Internet. Nein, nicht vom Internet. Die haben sie aus dem Darknet bestellt. Nein, die hat der Erebus gestohlen bei den anderen. Auf jeden Fall sind sie zurückgekommen, dann ist der Horus dann zusammengebrochen und dann hat er sich seine Sekretärin geholt, die wo alles aufnehmen soll, was er verzeiht, und dann hat er ihr alles verzeiht. Und dann hat er ihr verzeiht, dass er zweifelt und so. Und dass das alles nicht so richtig ist wie er und Sachen, die er eigentlich nicht verzeihen soll. Da war er aber schon ein bisschen so fiebrig. Ja, genau, da war er schon fiebrig. Auf jeden Fall ist er dann zusammengefallen. Und dann hat es halt geheißen, ja, der wird nichts mehr. Der so ungefähr wie der, jetzt nochmal Game of Thrones Spoiler aus einer ganz frühen Zeit, wie der Khal Drogo. Der war auch leicht umgeschnitzt, weißt du, und dann umgefallen, Fieber gehabt. Dann hat die Hex gesagt, haha, den kann ich heilen. Auf jeden Fall, so war es halt mit dem Horus auch. Und dann hat der Erebus wieder, der alte Grantler, der Erzverräter, hat dann gesagt, ja, ich weiß vielleicht, wie man heilen kann. Und hat gesagt, da gibt es da auf dem Mond, da gibt es so einen Kult. Ja, Kult, geil, mengen wir. Wo sie ja sowieso eigentlich total gegen sowas sind. Dann haben sie den da hingebracht und dann haben sie den in den Kult, in der Höhle Neido. Und dann hat sie geheißen, die Höhle ist Tor des Zugangs und hat sie geheißen, so, die öffnet sie nur von alleine wieder. Entweder wenn er von innen aufmacht oder nach, weiß nicht, 7, 8 Tagen öffnet sich die Tür wieder und dann kommt er entweder wieder raus lebendig oder auch nicht. Dann war der Horus halt da drin. Und hat dann mehr oder weniger so einen Fiebertraum, so einen Koma-Fiebertraum ja. gehabt. Und da war es ja dann so, dass in dem Fiebertraum ist ihm auch der Erebus erschienen, erst in Gestalt von irgendeinem anderen, den er eigentlich ganz gern mag oder so, weil der hat sich von irgendeiner Hex, der hat sich den Kopf, die Kehle aufschneiden lassen, dass er da auch erscheinen kann in dem Fiebertraum. Und der hat Horus halt dann in den Traum hingeimpft und hat ihn zu Orte geführt, die wo er sein soll, und hat ihn halt gegen einen Imperator aufgehetzt und hat ihm das halt gesagt, dass sie alle bloß gezüchtet worden sind. Und in dem Labor waren es und lauter so Geschichten und hat ihm halt da aufgehetzt, dass der Imperator den ganzen Ruhm für sich mag und der Horus nichts wert ist und hat den halt richtig aufgehetzt. Und das hat auch recht gut... Der hat ihm einen Schneid abgehabt. Ne? Das hat auch recht gut funktioniert. Und das hat auch recht gut funktioniert und so. Und dann war aber, hat sich der Magnus da reingebeamt. Und der Magnus hat ja Psykräfte angewandt, von weit weg, was er eigentlich ja nicht darf und nicht soll. Und hat aber versucht, den Horus zu helfen und hat gesagt, hey Horus, hör da nicht drauf, der lügt, der verzeiht bloß Schmarrn und alles so Scheiß. Geht zum Sienstall, vergessen. Nein, und bleibt beim Imperator, das ist alles bloß Lügerei und so. Hat aber nichts geholfen. Dann ist der Horus tatsächlich irgendwann aufgewacht, der ist aus der Höhle wieder rausgekommen. Alle haben gesagt, boah krass, jetzt ist er wieder da. Und dann war er wieder fit. Ist aber tatsächlich mehr oder weniger schon die Chaosgötter verfallen. Genau, weil er hat sich praktisch dann dem zugewandt und durch das ist er ja dann geheilt worden. Also wenn er sich praktisch gegen die Chaosgötter gestellt hätte, dann hätten sie halt gesagt, ja okay, dann stirbst du halt. Mhm.
Und da hat er dann schon so einen Gräuel gegen den Imperator gehabt, weil er halt dann gesehen hat, okay, der Imperator ist gar nicht mein Vater, so wie es immer heißt, so, oh, hoch ist mein Sohn, sondern er hat halt in den Visionen gesehen, dass der Imperator eigentlich wirklich bloß als Waffe geschaffen hat und nur als Gebrauchsobjekt und so weiter, dass sie nicht die Brüder und Söhne sind und vom Imperator die Söhne und gegenseitig Brüder, sondern nur speziell geschaffene Waffen. Und das, wo es damals die Chaosgötter gekommen sind und die aus dem Labor alle verteilt haben, muss der Imperator mehr oder weniger also gesagt haben, ja okay, hilft nichts, mach halt, und hat nichts dagegen gemacht. Man muss jetzt aber fairerweise sagen, wie hätte der Imperator sonst Kinder kriegen können? Mit der Imperatorine. Ja, vielleicht hat er gar nicht gefunden. Ja. Auf jeden Fall war das. War ja, glaube ich, schon eher so ein, ja, was soll man jetzt da sagen? Schwierig, wenn man so groß ist. Ein schwieriger Charakter, sag ich jetzt mal. Praktisch ein Leben lang ein Boss. Boss, okay, ja. Naja, auf jeden Fall war der Horus jetzt da schon angeimpft und jetzt hat es ja quasi angefangen, dass der Horus Pläne schmiedet. Wie hat er schon überlegt, welche von den anderen Primarchen und Space Marine Orden halten zu mir, wenn ich gegen den Imperator auflehne? Und hat sich das schon alles ganz schlau aussortiert, hat mit allen Leuten alleine geredet, also mit allen Leuten alleine gesprochen. Jetzt merke ich schon, wenn man so redet, dann kommt man so ins Bayerische rein. Und hat sich die immer so einzeln geholt und so, ja, Martarion, wie schaut's bei dir aus, Angron, bla bla bla, hat sich die alle so hergeholt. Und hat halt so reingekocht, wer ihm helfen hat, wenn er quasi wirklich gegen einen Imperator vorgeht hat. Und hat halt schon rumüberlegt, wie er das machen kann. Und dann hat er auch die Space Marine Orden aufgeteilt, dass er gesagt hat, okay, er weiß, aus dem Orden, die loyal zum Horus sind, die nimmt er selber mit, und die eher loyal zum, also aus dem gleichen Orden eher loyal, aber zum Imperator sind, die schickt er woanders hin. Und hat die dann in Kriegsgebiete geschickt, wo es erstens mal entweder unglaublich weit weg waren, oder wo es halt dann, wo er gewusst hat, da werden sie aufgefressen vom Gegner. Ja. Oder schlachten sie gegenseitig ab. Ja. Ja, da hat es dann schon angefangen, dass er halt die loyalen Teile haben nicht mehr so viel Nachschub bekommen, Munition, Rüstung und so weiter, das hat alles schon immer, die haben die... Ja, man, der Horus war ja der Chef, der hat das ja, alles planen genau, können. Genau, der hat gesagt, mei, es gibt denen das alte Klump mit, wir nehmen das neue Zeug, das coole Zeug. Genau, und dann ist es halt so losgegangen. Und... Dann ist der Eisberg gekommen. Und dann ist der Eisberg gekommen, da sind sie dagegen gefahren, also ist er untergegangen. Nein, und auf jeden Fall ist er dann tatsächlich mit dem losgegangen bis zu Buch 3 hier, ganz knapp und einfach erklärt, sodass jeder versteht, dass der Horus gesagt hat, okay, ich werde irgendwann, wirst dann zum Schluss ausgegangen, also einen Imperator umhauen. Zum Schluss haben sie sich ja, glaube ich, gegenseitig getötet. Wer? Der Imperator und der Horus. Wobei der Imperator ist ja dann im goldenen Thron gesessen. Ja. Und ist ja durch tausende Seelen am Tag weiter am Leben erhalten worden. Ja, immer noch. Um das psionische Feuer zu wahren, oder? Ja, irgendwie genau. Um den Abriss zum... Aber ich meine, der Imperator ist jetzt vom Fluff her jetzt in der Story gestorben, weil durch das jetzt eben das mit dem ganzen Vigilius Chaos passiert ist und so. Dass deswegen die Chaos so Neidrucker können haben. Nein. Das Licht des Astronomikon ist ja immer noch... Gibt es ja noch, aber durch den Fall von Cardia mit diesem Schwarzstein-Dingsbums, das ja das Chaos zurückhält, das ist ja zerstört worden und deswegen ist der Riss passiert. Der Imperator sitzt immer noch auf dem goldenen Thron. Da gibt es ja viele Theorien, was passiert, wenn der Imperator stirbt. Wenn das nicht schon ist. Dann wäre das Astronomikon nicht mehr da. Achso, ja, ist das sicher, dass das mit ihm zusammenhängt oder ist das ja, so falsch? Das ist mit dem goldenen Thron das zusammen. Aber wenn der Imperator praktisch sterben darf, ist ja die Frage, ob er nicht wieder Vulkan praktisch wieder auferstehen würde. Weil er ja wann ist der Vulkan schon mal auferstanden? Ist der schon wieder auferstanden, mal oder? Ja, oft. Okay. Zum Beispiel da, wenn der Konrad Körs, ich glaube, in der Woche 8 Mal umgebracht hat. Echt? Der hat ihn einmal gefangen. Ist auch voll krass in der Story der Angron zum Beispiel. Angron ist der Boss von den World Eaters, gell? Ja. Das ist so ein heftiger Typ auch, mit so Agro-Implantate im Kopf. Der ist ja von irgendeinem Sklavenplaneten ist der ja groß geworden. Der ist ein bisschen crazy. Zum Kämpfen. Und da gibt es dann irgendwie so die Szene, wo es irgendeinen Planeten
zurückerobert haben. Und die anderen haben sie mehr oder weniger schon aufgegeben und so, ja, ist es gut. Und auf einmal kommt der Angron rein, total blutüberstimmt und metzelt alles nieder und macht alles weg, was noch da ist. Obwohl es eigentlich schon alles geklärt war, so ungefähr. Es war schon so, okay, wir geben uns alles gut. Und dann kommt der Angron daher und sagt, scheißegal, ich bin jetzt voll im Blutrausch und macht alles weg. Heftig, wo man sagt, und das ist einer von den Gurden gewesen. Ja, ja Gott, den hat ja der Imperator selbst auch bei den Kreuzzügen ganz noch weit außen, weit weggeschickt, wo nicht so viel zum Kaputtmachen ist. Mhm. Einfach so, ja, geh du mal da, so bist du das Problemkind in der Familie, geh du mal da so rüber. Wollen wir mal ganz kurz die Klappentexte vorlesen? Darf man das? Klappentext nochmal schon wahrscheinlich, oder? Nein, lieber nicht, das haben wir monetarisiert. Um was das, weil dort hat es wahrscheinlich genauer stehen, um was das geht. Aber ja, im Grunde genommen ist das die Horus-Heresie. Es geht halt quasi los, wie warum der Horus heresiert hat und Base worden ist und dann zum Ding umgegangen ist. Und der große Bruder kriegt Kreuzer Eisenstein, das ist ja so die erste Storyline dann auch Death Guard-mäßig. Mhm. Weil ich mir ganz oft sage, wen die Death Guard interessiert, das ist, dann geht's da los, aber ich habe den tatsächlich dann nicht mehr weiterlesen. Ich bin gekommen bis Seite 161. Harte Landung, Lebensfresser, Entscheidung. hab dann nicht mehr weitergelesen. Weiß nicht warum, vielleicht wieder irgendein anderes Buch angefangen oder so. Ja, aber was war jetzt eigentlich wegen Magnus? Weil der Magnus hat ja erst gesagt... Der hat Scheiße gebaut. Der Magnus hat ja erst gesagt, er wollte dann Horus noch retten und so. Und hat ja gesagt, Horus, hör auf. Hat aber, bei Magnus war nur das einzige Problem, dem hat das halt gar nicht... passt, dass der Imperator zu ihm gesagt hat, du zaubern darfst nicht mehr, ist verboten. Ja, im Edikt von Nikaia. Ja, und das hat Magnus halt nicht passt, weil er gesagt hat, was soll der Schmarrn? Und, aber was weiß ich, man heißt, Magnus did nothing wrong. Magnus hat nichts falsch gemacht. Was ja, ist weil, mit dem passiert? Der Imperator hat ja gesagt, zaubern ist bess. Und er hat trotzdem zaubert. Ja, genau. Der aber um Gutes zu tun eigentlich. Genau, aber der Magnus hat ja nie dazu gesagt, weil das und das. Sondern nur gesagt, das ist Bass, hör auf, aus. Er hat es halt nicht nötig zum Erklären. Genau, sich zu erklären, und der Magnus hat sich gedacht, warum? Ich mache das jetzt schon so lange, also was ist jetzt plötzlich falsch? Ja, am Anfang hat er sich dann ein bisschen eingeschränkt und irgendwann hat er sich gedacht, merkt doch eh keiner. Und dann, genau, dann hat er das mit dem Horus mitgekriegt, dann ist er ja da ein bisschen so in den Traum rein und wollte den so ein bisschen umstimmen, das hat nicht funktioniert und dann ist er ja praktisch, das war ja ein Primarch, alle anderen Primarchen sind ja praktisch entdeckt worden vom Imperator und der Imperator hat gesagt, ich bin dein Vater. und die haben halt alle kaum lang gesagt, was? Und dann hat er ihnen das erstmal erklären müssen, oder? Was ja, da abgeht. Also, dass ja, er da ist und sie wieder abholt. Ja, genau. Die haben das dann schon gesagt: Wow, du bist voll krass, Mann. es hat dann auch welche gegeben, die haben das tatsächlich nicht so cool gefunden, so wie der Angron. Und der Magnus und der Imperator haben sie schon lange kennt, weil die ja praktisch telepathisch, also schon seit der Magnus klein war, praktisch haben die schon miteinander geredet. Und das war so: der Imperator ist gekommen und der Magnus hat gesagt, bist du endlich da, oder was? Das hat ganz schön lang gedauert. Dann hat er gleich mitgenommen. Genau, also die waren eigentlich so Kumpels ein bisschen. Mhm. Also der halt auch so ein heftiger Zauberer war. Und dann hat er, der Magnus hat halt so, ah, das mit dem Horus hat nicht hin, ich muss dem Imperator Bescheid sagen. Hat sich aber gedacht, boah, ich bin da drüben und der ist da Entner, das geht so schnell nicht, ich mach das mit Zauberei, es geht viel schneller und besser. Ist ja auch schlau, weil es halt eher schnell geht, es pressiert ja. Mhm. Also ist er durch den Warp gereist, das hat er schon ganz oft gemacht, Richtung Terra und wollte in den Thronsaal rein, hat aber gemerkt, da geht es nicht rein. Also da ist so ein Portal oder so ein Tor, da darf er eigentlich reingehen, aber ich komme nicht rein, ich kann es nicht aufmachen. Und dann ist irgend so eine Stimme gekommen, so, hallo, ich kann dir helfen. Und hat der Magnus sich gedacht, was, echt, ja cool, danke. Und hat ihm praktisch diese Macht da gegeben, dieses Tür aufzumachen, das war halt einfach Sinch, aber da der Imperator das ja nie gesagt hat, woher er das denn wissen können. Dass da Bäse drin sind. Ja genau, und war halt, die Tür ist aufgegangen, ich war drin, der Imperator hat halt dieses Portal versiegelt, dass halt extra keiner reinkommt. Stolpert halt so in den Thronsaal rein und möchte dem Imperator das alles verzeihen, aber hinter ihm nach kommt halt eine riesen Dämoneninvasion.
die dann die Custodes praktisch haben dann das verteidigen müssen. Der Imperator war übelst sauer. Der Magnus hat so langsam gecheckt, was er da für einen Mist gebaut hat. Mhm. Und in der ganzen Aufregung und hin und her hat er vergessen, am Imperator das mit dem Horus zu sagen. Achso, das ist dann gar nicht mehr, hat er gar nicht mehr gesagt, weil es schon so ein Stress war. Ja genau, weil er dann eine riesen Dämoneninvasion und alles drunter und drüber und der Vater war recht bäs und geschimpft hat dann auch noch und weißt schon und Dings und genau. Achso, und dann ist das quasi gar nicht mehr aufgekommen. Genau, dann ist das alles irgendwie so völlig durcheinander gekommen und ja, genau. Und was ist dann mit Magnus da passiert? Ist er dann wieder heimgefahren oder was? Ja, der Glaube ist dann wieder erst mit der Dämoneninvasion und dann ist er wieder abgehauen. Komische Geschichte. Ja, genau, und der Imperator, und nach dem Ding hat der Imperator dann die Space Wolves auch nach Prospero geschickt. Um die Prospero, was hat er da gemacht mit den Wölfen? Um die Fausensands zu bestrafen. Hat er die da hin verbannt dann einfach, oder wollte das umbringen? Das ist ja die Heimatwelt von denen. Ja. Ja, aber was hat er mit den Space Wolves da wollen? Hat er einfach hingeschickt und gesagt, passt auf die auf? Oder? Nein, der hat zu den Space Wolves eigentlich gesagt, ihr müsst da hinfliegen und praktisch die herbringen zu mir, damit ich die sauber watschen kann. Mhm. Also er holt die ab quasi. Genau, der Horus hat das mitgekriegt und dann haben sie so diese Befehle haben so verfälscht. Mhm. Ah, und die haben dann quasi so doof, wie wenn der Imperator die Space Wolves hingebracht hätte und dann hat es gesagt, bringt es die um, oder? Ja, genau. Und Lehman Russ, wie das ist, hat sich gedacht, wie umbringen, ja okay. Also, ja. Und dann sind die da eingefallen und haben dann gekämpft mit den Fausensands, oder? Ja, genau, und haben halt die Fausensands komplett platt gemacht, wie die anderen beiden Orden zuvor auch. Mhm. Und, aber wie ist das dann passiert? Weil die Fausensands gibt es ja noch, aber jetzt als Base? Ja, Magnus hat es, der ist ja dann zurück nach Prospero und hat das ja praktisch schon kommen sehen. So ein bisschen, dass jetzt irgendwas passiert. Dass es stumm gibt. Und hat einen Großteil oder einen größeren Teil der Flotte der Fausensands weggeschickt. Und hat gesagt, ihr fahrt jetzt weg. Ist wurscht, wohin, fahrt einfach weg. Und hat lang zum Beispiel bei der Schlacht von Prospero, er hat seine Schuld anerkannt und hat lang nichts da. Selbst wenn der Angriff dann schon gestartet hat, hat praktisch alle Zuschauer. Genau, Zufahrten. Weil die ja Angriffe haben, weil die. Genau, und hat gesagt, ihr macht nichts. Mhm. Weil quasi die Space Wolves hätten vom Imperator bloß hingeschickt werden sollen und sagen, nehmt die Fausensands, packt das Ei, bringt das her, dass ich schimpfen kann. Ja. Das ist aber verfälscht worden durch die Besenshow, dass sie gesagt haben, bringt es die um. Genau. Die wollten es machen. Ja. Und selbst wenn der Angriff schon gestartet hat, der Magnus noch lang gehadert und hat gesagt, ja, machen wir jetzt erstmal noch nichts. Und keiner hat das verstanden, auch, weil er hat natürlich auch von seinen Leuten nichts gesagt, was er da gemacht hat. Und alle haben gesagt, was, jetzt komm, jetzt geht's schon los. Und dann haben halt so obere Befehlshaber der Fausensands halt auch angefangen zurückzuschlagen. Und ganz später hat sich dann der Magnus in die Schlacht mit eingemischt. Und das ist halt dann ist ja das zu dem Kampf gekommen zwischen Lehman Russ und Magnus, wo ja Lehman Russ Magnus praktisch dieses Rückgrat bricht. Mhm. Aber in dem Moment gleichzeitig schließt der Magnus den Pakt mit Sinch und beamt praktisch den ganzen Planeten Prospero, sich selber, die ganze Legion, in den Warp. Mhm. Und da sind es doch dann irgendwie, die Fausensands sind doch dann von dieser Staubkrankheit befallen worden, oder was war da? Ja, jede Legion hat ja einen Makel in der Gensaat. Die Space Wolves sind ja zum Beispiel diese wolfische. Genau, ich weiß nicht, was der genaue Makel bei. Ach ja, die haben das ja mit den Wulfen, dass die ja praktisch dann so komisch mutieren. Mhm. Und dann so Wulfen werden. Bei den Fausensands ist halt das, dass die halt auch so das mit diesen Mutationen haben. Dieser Fleischwandel. Dass praktisch, wenn du zu viel zauberst oder zu heftig zauberst, dann mutierst du halt und wirst halt so Chaosbruten, also zu so Fleischbatzen. Mhm. Genau, und das ist natürlich, wenn du im Warp bist, wird das halt noch viel krasser. Und Magnus hat ja, die waren halt da in dem dann auf dem Planeten der Zauberer, das heißt ja dann so, und wohnen ja da. Und Magnus interessiert sich am Anfang irgendwie nicht so, weil der muss sich selber erst wieder sortieren, weil es
Sein ganz Wesen ist praktisch durch den Kampf ziemlich hart mitgenommen. Mhm. Und er wäre jetzt eigentlich von vornherein bloß gut gemacht irgendwo. Und, ja, ja, schon, das ist halt ziemlich blöd ausgegangen. Und der Ahriman möchte halt einfach seine Brüder da helfen. Also der oberste Fausensandchef nach Magnus ungefähr. Genau, also ungefähr. Der oberste Zauberer. Obwohl der Magnus ihm gesagt hat, na, du machst nichts. Mhm. Und er setzt sich über das hinweg und macht dann im Geheimen mit anderen diesen Rubrika-Zauber. Um die Mutationen zu beenden quasi. Genau, mhm. Genau. Und der geht halt nach hinten los. Er eigentlich nicht, er beendet ja alle Mutationen, aber indem, dass praktisch die Seelen von die Fausensands in die Rüstungen eingeschweißt werden und praktisch die Gestalt von denen zu Staub zu fallen. Mhm. Gleichzeitig aber alle, die praktisch Zauberer waren und das Überleben viel heftiger werden. Mhm. Und da hat der Magnus da nicht auch nochmal was gemacht, um das wieder irgendwie rückgängig oder anders zu machen? Nein, er kann es nicht rückgängig machen, aber er hat Ahriman verbannt. Ah, okay. Das heißt, die zwei mengen sie eigentlich auch nicht mehr. Jetzt wieder. Wieder. Jetzt haben sie sich wieder vertragen. Warum? Was mir das? So weit. Ich muss sagen, das passt schon wieder. Okay, alles cool. Das ist ja wie bei der Death Guard. Mortarion und Typhus mengen sie auch nicht so unbedingt gern. Bei der Death Guard ist es ja so, dass der Mortarion eigentlich nur so der Mitläufer ist. Der eigentliche Strippenzieher ist, war ja immer Typhus oder Typhon. Typhon, der dann zum Typhus geworden ist. Typhon, laut ja Nörgel, ein Mortarion ist er dann eigentlich so, der ist er dann so dabei. Ein Mortarion ist irgendwie nicht so der Gescheiter, hä? Weiß ich nicht. Ja, kann man jetzt schon so sagen irgendwie. Der hat sich ja relativ schnell auch vom Horusei lullen lassen dann gleich und da mitgemacht und so. Ja, der hat ja allgemein, glaube ich, irgendwie nicht so auf das Ganze so Bock gehabt, oder? Ich weiß gar nicht, soweit, weil da ist ja tatsächlich so... Das ist hundertprozentig mit der Death Guard. Der Death Guard, das geht jetzt da los, dieser Death Guard-Strang, das fängt jetzt gerade an im dritten Buch der Horus-Heresie und soweit ich weiß, steht im vierten geht es dann hauptsächlich um die Death Guard. Da ist halt auch so, dass die ja dann irgendwie mit diesem Kreuzer Eisenstein oder sowas dann wegfliegen, irgendwie, oder ein Teil der Überblim ist von denen. Ja, das war bei Eastbahn. Eastbahn ist ja ein loyaler Teil von der Death Guard ja losgefahren und hat dann tatsächlich diese Eisensteinkreuzer, ist er tatsächlich in Terra angekommen und hat er dann die Loyalen gewarnt, dass da Horus übergelaufen ist. Mhm. Ja, genau, und auf jeden Fall, und Death Guard, die sind ja dann vernörglifiziert worden, irgendwo dann auch in irgendeinem Bürger drin oder keine Ahnung, wie das gekommen ist. Mein Gott. Ja, weil der Mortarion ist ja selber schon so von so einem solchen Planeten komischerweise irgendwie gekommen. Der da ultra heftige Gase einschnaufen kann. Egal wer dann schon was lässt, der schnauft da weg. Das auf alle Fälle. Und so. Ja. Ja, ja, genau. Das ist so dieser Anfang. Und diese Horus-Heresie, die ist ja bis heute nicht fertig geschrieben, oder? Gibt es überhaupt das Buch, wo der Imperator, Horus an den Imperator dann auch umgebracht hat? Das gibt es eben noch nicht. Mhm. Also, man weiß das nur, dass es so weit kommt, aber es ist noch nicht verschrieben worden, weil sich keiner rot traut. Genau. Ja, ich weiß nicht, wer sich den Schuh anzeigt, das zum Schreiben. Also, ich hätte da keinen Bock drauf. Ja, man muss halt auch ganz ehrlich sagen, dass die ganze Warhammer-Lektüre jetzt nicht gerade die höchste Lektüre ist. Ja. Also es ist schon alles sehr grimdarkig und heftig und... Das ist eigentlich ganz cool, aber es sind halt verschiedene Autoren. Also es ist halt keine durchgängige Reihe, wo immer ein Autor das alles schreibt. Genau. Und es gibt halt, das liegt wahrscheinlich auch am Geschmack ein bisschen, es gibt halt welche, die gefallen halt besser und manche, was du halt denkst, Und wie ist das jetzt genau, die Custodes sind ja quasi die Leibwache vom Imperator. Und bei den Custodes ist ja das Besondere, die sind quasi direkt von seiner Gensaat gemacht, oder? Genau, wie? Das sind praktisch Space Marines, wo der Imperator der Primarch ist. Mhm. Und die anderen haben ja quasi die von den Primarchen abgekupfert. Genau. Mhm. Deswegen können die ja nicht so gut mit dem Bolter schießen. Und welche Orden sind jetzt dann alle abgefallen? Welche sind Base waren? Das sind quasi die. Oder welche Primaren waren das? Der Angron? Angron World Eaters, Lorga World Bearers, Conrad Curse Night Lords, Horus Sons of Horus, Mortarion Death Guard, Fulgrim Emperor's Children,
Alpha Legion ist ja ein bisschen so, kann man drüber streiten. Wer ist da wer ist da der Chef? Alpharius und Omegon. Ah, die haben zwei. Das sind Zwillinge. Mhm. Und haben wir was vergessen? Lass mal nachschauen. Wenn es nur ein Neunter war, dann waren es halt genau die Hälften. Es müsste genau die Hälfte sein. Mhm. Komisch, so ein Zufall. Sagen wir da. Alpha Omegus. Ja, okay, nein, weil wenn die als Zwilling sein, dann ich glaube, einer fällt noch. Das ist aber nur eine Legion. Ich glaube, einer fällt quasi noch. Ich weiß jetzt auch nicht, was wir schon aufgezeigt haben. Iron Warriors. Iron Warriors, genau, die haben wir vergessen. Perturabo. Das waren halt alle diese Charaktere, haben halt schon ein bisschen so ein Dings gehabt, wo es halt doch, ja, so wie Angron, das war jetzt nicht so die große Überraschung. Ist der Sanguinius jetzt auch Base One? Nein. Aber genau, weil den hätte der Horus gern gehabt. Den hätte er gern gehabt, weil der Sanguinius war eigentlich ein Horus sein Lieblingsprimachenspätzl. Ja. Den hat er ganz gern mengen und der Horus hat immer gesagt, eigentlich hätte er, also hat er immer gesagt, er weiß gar nicht, warum er der Kriegsherr ist, eigentlich hätte es der Sanguinius werden sollen. Ja, die Ernennung von Horus war ja groß umstritten, auch unter den Primachen, weil natürlich einige gesagt haben, na, eigentlich hätte es eigentlich schon ich werden können. Also warum ausgerechnet der Horus? Genau. Also viele haben ja gesagt, Robute Gilliman. Gilliman. Gullion. Im Hörbuch sagt er immer. Nein, im Hörbuch sagt er immer Gullion. Ganz komisch. Gemüsebrühe. Ja, der Gulliman ist ja jetzt wirklich jetzt im Nachhinein so der hat ja den Kodex geschrieben quasi dann. Ja. Aber ganz viele waren halt einfach auch für Sanguinius. Mhm. Weil der Sanguinius halt schon ziemlich heftig ist. Und ich meine, er hat Flügel. Also, wieso hat der Flügel? Ist das sein Makel oder was? Der war eine Zeit lang im Warp. Mhm. Und genau, und der ist praktisch mutiert. Das ist eine Mutierung von ihm. Ah. Die Mutierungen treiben ja immer so praktisch so dieses Innerste nach außen. Und er ist ein Engel. Ja, genau. Und da er ja praktisch so Blood Angels, Engel, Dings, Bums, deswegen hat der Flügel. Ein Vampir eigentlich. Ja, die haben ja so diesen Vampir-Dings. Mhm. Genauso wie die Night Lords. Sind auch Vampire? Ja, die haben auch so diesen. Ja, das wären dann wahrscheinlich eher so die Ghule. Mhm. Vom Thema her. Mhm. Ja, da war halt praktisch unter den Primaren war halt schon ja, viel Zwist. Ja klar, das war ja wie so rivalisierende Brüder halt untereinander. Ja, und klar. Jeder wollte der Beste sein, jeder wollte der Tollste sein, kaum hat es passt, wenn es der andere war. Man kriegt es aber überhaupt auch dauernd mit in der ganzen Story mit dieser ganzen Ehre, diesem Orden und so. Und eigentlich ist es ein totales No-Go, dass sie niemals, das war ein totaler Wahnsinn, wo dann das erste Mal, der in der Story mitgekriegt hat, dass ein Space Marine einen anderen umgebracht hat quasi. Das war so, das geht ja gar nicht. Und trotzdem reden sie aber die ganze Zeit davor, dass die anderen Legionen alle totale Arschlöcher sind und dass man die eigentlich alle... Weil die Space Wars eigentlich schon lange zwei Legionen vernichtet haben. Ja, aber das ist da noch nicht bekannt, ja. Ja. Das ist halt da noch nicht bekannt, das ist halt das. Ja, irgendwann ist ja das in Legionen, also im Laufe des Kreuzzugs, ich meine, so eine Legion war ja riesig. Also das ist ja nicht zum Vergleichen jetzt mit so einem Orden, der ja meistens 1000 Mann hat. Die Legionen waren ja 10.000 Space Marines mit einer riesigen Flotte, also praktisch so seine eigene Flotte kann halt einen kompletten Sternensystem kann das einnehmen, einfach nur mit der Ding, was sie alles dabei hat. Da waren ja nur dabei, das war ja nicht bloß die Space Marines und die Flotte, dann war ja der ganze Tross, also Siedler in ihre Schiffe, dann waren so komische Prediger dabei, die dann die ganzen Welten, die es eingenommen haben, dann praktisch so nur indoktriniert haben. Iteratoren. Genau, die wo halt dann halt auch noch so, die Leute halt einfach diese Wahrheit einprügelt. Ja, die waren quasi drauf perfektioniert und getrimmt, Reden zu halten und die Massen mitzureißen und auch drauf getrimmt, zum Beispiel selber im Publikum zum Stehen und das Volk anzuheizen, sei es positiv oder negativ, das waren die Iteratoren. Ja, und dann haben sie ihre ganzen Kriegsmaschinen, die ist ihre, war in dem Buch immer geschrieben, die ganzen Knights, halt einfach die Imperial Knights und so haben sie dabei gehabt. Nein, die Titanen. Titanen, genau, meine ich. Titanen. Und so.
Die Ritter, kommen ja nur aus dem Age of Strife. Das sind ja praktisch so Verteidigungsanlagen für Welten. Die Ritter sind ja, also Imperial Knights sind ja uralt. Mhm. Und die haben sie halt, deswegen sind die ja so ritterlich, weil die praktisch die Welten, wie es voneinander abgeschnitten waren, so in das Feudaltum zurückgefallen sind und die Ritter. Und was haben ist dann der Unterschied zum Titanen? Sind nur größer oder was? Ja, die haben ja kurz größer, ja. Doppelt so groß. Mhm. Aber ja, genau, die Imperial Knights sind ja quasi von Orm geführt, von Orm. Genau, von einem Rittertypen. Ja. Und die Titanen haben ja komplette Mannschaften quasi dann. Ja, so. Obwohl die auch immer ein Prinzeps kontrolliert. Und ein Chef halt. Ja. Aber dann bei den Großen ist halt das halt für jede Waffe praktisch noch irgendein Typ ist. Ja. Obwohl ich nie ganz verstanden habe, wie das mit den Titanen genau funktioniert. Also erstens, wie kann ein Titan auf dem Planeten laufen, also warum gibt der Boden nicht nach? Und zweitens, wie kommt er runter? Und vor allem, wie kommt er wieder hoch? Das ist genau wie mit den Landungskapseln. Sturmlandung, Landungskapseln, boom, 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 boom. Ja, dann haben die ganzen Landungskapseln. Und dann kommt dann einer und sammelt die Landungskapseln. Ja, das haben sie drüber geschrieben. Da steht einmal drin, ist ganz interessant, dass das dann, wenn die quasi fertig sind und so einen Planeten quasi wieder eingegliedert haben oder halt gesagt haben, ja, ihr wisst jetzt auch Bescheid, dass das danach dann ewig gedauert hat, Wochen und Monate, um diese ganzen Landungsschiffe wieder auszugraben und diese ganze Logistik, die dahinter steckt, diese ganzen Dinger wieder zum Bergen, die Ritter wieder aus zum Graben und raus zum Holen. Das ist ganz gut, dass das wenigstens kurz mal geschrieben ist, dass das ja ein riesiger logistischer Aufwand ist, diese ganze Nachkriegswiederherstellung, die ganzen Dinger wieder ins Schiff einzuladen und wieder hochzuholen mit ewig viel Kräne und so, die Dinger aus zum Graben und zum Mar. Und dass das einen unglaublichen Tross an Leuten ja braucht hat. Was man so jetzt nicht bedenkt, wenn die da 100.000 Landungskapseln runterschicken, die ja alle dann halber den Boden eingraben sind. Die musst du alle wieder ausgraben. Ja. Also ist schon Wahnsinn. Und vor allem so ausgraben, dass er nachher noch funktioniert und nicht irgendwie hoffentlich funktioniert. Ja, nur dazu hast du die ganze Versorgung. Also man muss ja schauen, diese Kreuzzüge waren ja galaxieweit. Und es ist ja wie bei jedem Feldzug, wenn du eine riesige Armee ist lustig und schön, aber du musst die ganze Armee auch versorgen. Ja, ich weiß nicht, inwiefern dass die quasi in ihren Mutterschiffen quasi da schon selber Sachen Opa und Kinder haben oder. Ja, das auch, aber da geht es ja um Munition, Rüstung. Ja, die müssen ja mehr oder weniger das selber, also man überall an gewisse Punkte ihre Fabrikwelten haben, muss das quasi relativ zackig irgendwie, weißt du, in jedem Sternsystem irgendeine Fabrikwelt, die wo herricht. Ja, Fabrikwelten und, haben ja nur das Mechanikum. Ja. Also die Space Marines haben ja teilweise auf die Kreuzzugsflotten so Munitions-, also so Mechanikumschiffe, die dann irgendwie Munition bauen, aber die brauchen ja auch dann Rohstoffversorgung, Nachschub. Ja, das ist halt ein bisschen Science Fiction. Vor allem ist das Business. Im Business, ja. Ja, auf jeden Fall, das Lustige ist halt, dass halt dann tatsächlich auch, weil es diese imperiale Wahrheit ja vertreten und verbreiten, dass der Imperator sagt, ja, es dir darf keine Götter geben, es gibt nur diese imperiale Wahrheit und es gibt da keine Zauberer und Hexer und keine Götter, sondern das ist halt alles nur so und so. Und dann fangen aber tatsächlich, tut sich halt ein Tross von Leid wieder ab und die fangen dann an zu glauben und dann an Imperator als Gott zu verehren. Und das ist halt lustig, weil gerade er ja sagt, bin kein Gott, darf es keinen Gott geben und das ist ja eine Todesstrafe, drauf steht teilweise. Und auf einmal fangen die aber an, einen Imperator als Gott anzusehen und das alles so dann wieder da in Glauben nahe zu bringen. Und das ist ja das Verreckte, das ist ja alles quasi, Horus-Heresie ist ja 40k, 30.000. Mhm. Und jetzt sind wir ja 40k, das ist ja quasi, wo wir jetzt spulen, unser Warhammer 40k ist ja alles nach dieser Heresie, deswegen gibt es ja schon diese Chaos-Space Marines und so. Und jetzt ist es ja ganz normal, dass das wieder totaler Irrglaube, also Glaube ist, gell, und so richtig, also das ist halt dogmatisch alles. Ja, das Imperium ist im Endeffekt jetzt wieder in das zurückgefallen oder zu dem geworden, was der Imperator eigentlich nie wollte. Ja, weil das halt aber einfach Glaube, die Menschheit automatisch dahin geht wahrscheinlich. Genau, Glaube, das gibt es halt wieder alles. Das wollte er eigentlich ausrotten. Ja, scheinbar ist es ist halt so geschrieben, es war, der Mensch ist dafür gemacht, der muss an irgendwas glauben können. Der braucht es.
Und es geht automatisch irgendwie wieder, dass der Mensch in dieses Glaubensding reinfällt. Und jetzt ist der Imperator, also der Horus ist ja tot. Jetzt ist ja quasi momentan so, es sind ja einige von denen Primarchen sind ja in dieser Horus-Heresie gestorben. Ja. Und einige sind verschwunden. Was kam, weißt du zufällig, wer ist jetzt wirklich gestorben? Also Horus ist gestorben, der hat mit dem Imperator gekämpft und ist gestorben. Hat einen Imperator zwar auch schwer verwundet, aber ist selber gestorben. Davor hat er Sanguinius erschlagen. Ah, und Sanguinius hat er erschlagen. Mhm. Der ist auch tot. Also Sanguinius kommt normal auch nicht wieder zurück. Ja, der hat auch seinen Tod vorausgesehen. Mhm. Sanguinius. Tod ist Rogal Dorn. Von wem ist der Dorn? Imperial Fists. Aber das sind gute, oder? Nein, Imperial Fists sind schon, sind die gelben, oder? Ja, genau. Dieses Eigraum kennen. Rogal Dorn. Alpharius ist tot. Omegon auch dann? Nein, Omegon wahrscheinlich nicht. Das weiß man nicht genau. Mhm. Verschwunden ist Leman Russ. Chagatai Khan von den White Scars. Leman Russ ist von die Wölfe. Magnus war... Vulkan ist tot. Mhm. Das ist der von den Salamanders, oder? Ja. Was ist... Ferus Manus ist natürlich tot. Wer ist das? Der hat seinen Kopf verloren. Ferus Manus von die Iron Hands. Mhm. Dem hat der Fulgrim einen Kopf weggeschnitten. Okay. Fulgrim ist auch verschollen, also der ist irgendwo auf einer Welt, die ihm Slanisch geschenkt hat, mit endlose Freuden. Oh, schön. Ja. Also der kann theoretisch wiederkommen. Ja. Wir sind jetzt eben, bis jetzt ist er wiederkommen, Mortarion. Ja. Der war verschollen, wo war der? Nein, der war nicht verschollen, der war auf seiner Welt im Warp. Achso, der hat sich da einfach wirklich da zurückgezogen, wie Magnus auch. Genau, der hat so eine Welt. Mhm. Der Gulliman, Guillaume oder Gulliman? Ja, der ist ja wieder auferstanden. Der war auch tot, oder wie? Nein, der war in so einem Koma. Mhm. Den haben sie irgendwie so aufgehebt. Mhm. Lionel Johnson ist verschollen. Von wem ist der? Dark Angels. Dark Angels. Der ist ja... die Dark Angels. Ja, vielleicht ist Lionel Johnson auch Cypher. Man weiß es ja nicht. Also Lionel Johnson, munkelt man, schläft halt innen im Rock, also diese Ordensfestung von den Dark Angels. Mhm. Ganz innen, weil er darf ja keiner hingehen und das ist ganz, ganz geheimnisvoll. Mhm. Ja, das wird wahrscheinlich der nächste. Also ich weiß ja nicht, ob GW die Politik weiterverfolgt, weitere Primarchen zu veröffentlichen, aber der nächste imperiale Primarch wäre logischerweise eigentlich Lionel Johnson. Mhm. Aber bei den Dark Angels, die haben ja auch ganz schön scheiße gebaut irgendwas, oder? Was waren da? Weil man doch da einmal sagt, dass Chaos Space Marines sind. Genau, das Chaos Space Marines sind. Ja, das ist halt einfach so. Was haben die gemacht? Was war jetzt bei denen gleich wieder los? Ja, die waren halt unterwegs im Auftrag des Imperators. Und dann hat der ehemalige oberste Chef von denen, jetzt habe ich den Namen vergessen, also praktisch sein erster Captain. Asael. Nein. Von den Dark Angels? Ja. Was jetzt nochmal? Habe ich gerade vergessen. Ihr wisst es bestimmt. Ist da nicht der Asael der Oberboss? Oder? Ja, das ist aktuell, das ist ja der Ordensmeister. Ach so, ja. Genau. Der macht ein bisschen Mist. Also so ein Lionel Johnson, sein Ziehvater. Der macht ein bisschen Mist. Und der Lionel Johnson ist so enttäuscht von ihm, dass er sagt, dass er halt öffentlich praktisch sagt, du hast so einen Mist gemacht, unglaublich, von dir das als letztes erwartet, das gibt's ja gar nicht, wenn man nur so blöd sein kann, so ungefähr. Und Lionel Johnson, weil das ist halt, also Lionel Johnson, ich finde den nicht cool, also ich habe nichts gegen den, aber irgendwie so vom Charakter her und so, der ist irgendwie, da ist nichts, wo man sagt, boah, den finde ich jetzt cool, weil der ist so, der ist irgendwie so nice oder so, weiß ich nicht, der ist so irgendwie so unnahbar, der ist irgendwie nicht so gut, so seine Leid irgendwie, der ist so total, weiß ich nicht, der ist immer gleich so, was, das gibt's ja nicht. Mhm,
Und dann Choleriker. Dann ist er wie furchtbar eingeschnappt wegen irgendwas. Auf alle Fälle ist er dem dann beleidigt und sagt, du fliegst jetzt wieder heim und bewachst daheim Caliban. Mhm. Also die Heimatwelt. Und der andere ist dann auch furchtbar beleidigt, weil er sagt, mein Gott, jetzt habe ich einmal was falsch gemacht. Der hat schon was falsch gemacht, das war schon blöd. Jetzt, das war halt so Höchststrafe, weil die anderen sind cool, auf dem Kreuzzug war schon und Ruhm und warten, Ehre und keine Ahnung. Und er muss da einmal drum sitzen, da war halt nichts los ist. Ja, dann schon langsam fängt er halt an, das so die Dinger mal so blöd auf, das regt mich so auf. Und dann hat er langsam, tut er halt praktisch wieder an die Leute auf Caliban sagen, ja, aber Caliban hat ohne Lionel Johnson waren wir doch auch gut, ganz gut droh und so. Und dort die Leute dann so aufstacheln. Und wenn die Flotte halt zurückkommt, dann gibt es so einen Bürgerkrieg auf Caliban. Das gipfelt darin, dass irgendwie den Planeten sprengt. Das sind dann quasi die Fallen, oder? Genau, das sind die Fallen. Mhm. Und der Chef von denen ist der Cypher. Weil von dem ja niemand genau weiß, wer das jetzt ist. Mhm. Man vermutet halt, das ist halt der Typ, von dem ich gerade den Namen vergessen habe. Mhm. Ja, und dann, und das hat keiner erfahren, dass innerhalb der Dark Angels genau, Revolution war. Das hat keiner erfahren und das darf halt niemals jemand erfahren, weil sonst würden ja alle sagen, ah, die Dark Angels. Deswegen gibt es ja diese Dark Angel-Zirkel, die inneren Zirkel. Je weiter du drin bist, umso mehr weißt du darüber. Die Inquisition hat da schon ein bisschen so Lunte gerochen, aber nichts Genaues wissen nicht. Und die schauen dann irgendwie ganz genau hin, wenn die Dark Angels wieder unterwegs sind. Das heißt quasi, weil bei den Dark Angels hat es das Problem gegeben, dass welche im Chaos oder der Revolution oder im Schlechten verfallen sind. Also kehren sie eigentlich nach dieser deutschen Wahrheit, da kommen wir schon, da kommt der Nazitum her, nach dieser imperialen Wahrheit kehren eigentlich alle weggemacht. Ja genau, also die würden halt dann praktisch die Dark Angels sagen, ihr seid vom Glauben abgefallen, keine Ahnung. Und deswegen darf das keiner erfahren. Ja. Und deswegen jagen die ja die Fallen so krass. Ja, die hassen die genau, weil sonst kommt das irgendwann auf. Weil gleich haben sie es ja, sofort haben sie es niemandem gesagt, das und das ist passiert, hey, machen wir das schon. Und jetzt haben sie halt so lange gewartet, jetzt können sie im Nachhinein halt auch nicht mehr daherkommen. Wie wenn's von jemandem einen Namen nicht verstanden hast, und dann kennst du ihn schon 3 Jahre, weißt nach 3 Jahren Namen immer noch nicht und dann traust du dich auch nicht mehr fragen, du, wie heißt du eigentlich? Ja, genau. So ungefähr. Ja. Weil dann kommt es richtig blöd. Mhm. Ja, und jetzt müssen sie das halt aussitzen. Mhm. Der Vorteil ist, ihr größtes Raumschiff ist ihr alter Planet. Der Stein, The Rock. Ja, der kommt. Dwayne The Rock Johnson. Oder The Rock aus dem Film mit... Na, ein Tempelritter. Hm. Wie heißt denn? So ist es vergessen. Das ist egal. Wenn man einen Tag lang filmt. Radlern. Feiertags Radlern. Eigentlich hätte ich halt Sporttraining gehabt, aber ich habe die Rippe geprellt. Aber ich bin mit dem Rad da. Kann mich kaum rühren. Deswegen trinken wir auch so viel Radler. Der Thomas ist ja halt nämlich mit dem Radl schon extra das zweite Mal hergefahren, weil wir heute schon viel Videos gemacht haben und dann gemerkt haben, dass das mit den Tonspuren nicht funktioniert hat, weil man bei einigen Videos der Kameraassistent den Stecker nicht richtig eingesteckt hat und somit das Mikrofon nicht richtig aufgenommen hat. Ja, gibt's noch was zum Verzeihen? Wissen wir noch was über den Fluff? Nur 2 Spezialisten. Weiß ich nicht. Vielleicht bauen wir das beim nächsten Mal. Mhm. Ja, wenn euch diese Sendung gefallen hat, schreibt es uns gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas wieder sehen wollt, dann, ja, also wir sind ja beide keine Fluff-Spezialisten. Ich hoffe, es war auch verständlich. Ja, es ist natürlich jetzt, wenn man so ins Reden kommt, sehr bayerisch geworden, aber das wollten wir einfach mal machen, so ein bisschen drüber quatschen, was man so halt weiß und wie gesagt, ich höre mir gerade die Hörbücher an, die kann ich empfehlen, wenn man sagt, man hat Bock auf diese Story. Man kann die Bücher natürlich kaufen. Die Horus-Heresie ist immer ein guter. Ich lese oft die Kommentare, wie es um einsteigen. Ich finde, so die Horus-Heresie ist ein guter Einstieg. Ja, man kann eigentlich alles lesen, was halt einem interessiert. Ja. Und die Horus-Heresie ist jetzt eben auch als deutsches Hörbuch erhältlich, nicht? Es ist ja auch in den Kodizes immer vorne ja so dieses Geschichtendings drin. Und da kommt das halt her. Also diese 40k und 30k Geschichte ist ja zusammenhängend und das ist ja ein sehr dichter, eigentlich sehr cooler Hintergrund, was ja... Ich mag das schon sehr gerne, ich finde das cool. Das geht ja vielen anderen Spielsystemen einfach ab.
Ja, da sieht man halt schon, dass das, also es gibt so ja... So eingebettet ist in so eine Geschichte. Ich meine, die Geschichte ist ja 25 Jahre jetzt auch gewachsen. Oder 30 Jahre. Ich weiß nicht, ob es GW jetzt mittlerweile schon 30 Jahre lang gibt. Oder Warhammer. 1987. Das muss man ausrechnen. Also 30 Jahre. Ich bin 85. Ja, das heißt zwei weniger. 230 Jahre. Ich glaube, es war 1987. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Ja, also um die 30 Jahre und so lange ist praktisch dieser Fluff oder dieser Hintergrund gewachsen. Da ist immer mal was dazugekommen und wieder weg. Ich meine, früher hat es 5 Chaosgötter gegeben, jetzt gibt es nur 4. Echt 5? Ja, Malal. Was ist mit dem passiert? Den gibt es einfach nicht mehr. Ach so, einfach weg. Wie die Zwerge, wie in 40k Zwerge. Ja, in 40k hat es mal Zwerge gegeben vor unendlich langer Zeit. Da gibt es ja bei jeder Frage, was wollt ihr, gibt es ja immer welche, die sagen, wir wollen wieder die Zwerge. Ich habe auch gesagt, Zwerge mag ich wieder haben. Ja, und so, ich meine, ich finde es ja ganz lustig, immer so ältere Kodizes anzuschauen und ein bisschen so zum Lesen. Stehen manchmal lustige Dinge drin. Das ist ein unendliches Universum, was man da in Geschichten erfahren kann. Ich finde auch, die Bücher sind teilweise sehr, sehr gut, gerade wenn man sich für irgendwas interessiert, wenn man zum Beispiel irgendeinen Space Marine Orden besonders cool findet oder einen Chaos Orden besonders cool findet, da gibt es Bücher dazu. Oder es gibt zu jedem Aspekt Bücher, es gibt zu Mechanikum Bücher, zu Necrons Bücher, zu Orks Bücher, zu... Wenn man, das Ding ist nur Vorsicht und ich glaube, das kann man jetzt einfach so weit spoilern. Nee, das ist eigentlich kein Spoiler. Da sämtliche Xenos-Rassen und Chaos nicht die Guten sind, ist es selten, dass die in irgendeiner Geschichte wirklich gewinnen. Das nervt auf Dauer ein bisschen. Also das geht mir manchmal so. Ja, es ist halt schon das, weil halt der Space Marine ist halt der ultimative Typ und das Imperium halt einfach, man merkt es von der Regelschreibung teilweise auch ein bisschen, dass die schon oft ein bisschen bevorteilt sind. Das ist ja aber nein, ich rede jetzt nur von Fluff, also überhaupt nicht von Regeldings. So. Aber dann auch, das ist immer so, boah, und der ganze Planet explodiert, aber dann passiert noch irgend, so wie diese Vigilus-Geschichte, aber dann landet oben auf dem Turm, alles ist kaputt und der blöde Dings da, wie heißt der, der Chef von den Ultramarines macht dann irgend so... Der Gulliman oder was? Nein. Nein, der andere. Ach so. Der mit die Fäuste. Der mit die Fäuste von Ultramar. Manni aus Kalga macht dann irgendeinen lustigen Trick und Abaddon muss dann wieder weg. Das sind halt oft so, wo immer denkt, jetzt war es eigentlich aus. Mhm. Aber es ist ja auch verständlich, weil dann wäre die Geschichte an dem Punkt jetzt aus und vorbei. Mhm. Ja, aber man kann ja einmal die Besen einmal ja gewinnen lassen und später wieder in Richtung Blutschwang. Kadia ist er gefallen. Ja. Das also. Es ist ja schon was nach vorne. Deswegen hat ja Abaddon auch den Beinamen Felbaddon bekommen. Weil ich meine, jetzt ist der 13. Schwarze Kreuzzug, was ist mit den anderen 12 passiert? Jetzt hat er das 12 Mal nicht geschafft und beim 13 Mal soll es besser werden. So ungefähr. Ja, ja, man lernt halt so Geschichten rum erfunden. Mit jedem Kreuzzug hat er irgendwas so, weil sein großer Masterplan ist praktisch noch nicht aufgegangen. Und man lernt nie aus. Ja, wahrscheinlich das. Genau. Also auf das muss man sich halt einstellen, dass halt, ja. Und dass manche Bücher einfach nicht gut geschrieben sind. Das auch, also es gibt ja in die einschlägigen Gruppen, werden halt gewisse Autoren werden halt sehr gelobt und andere werden halt sehr, ja, das erste zum Beispiel, das ist so der Oberschreiber-Guru. War das der Dan Abnett? Ja. Okay. Also das, Dan Abnett ist so ein, das ist genau, so der, Dan Abnett ist so einer, wo man... Das ist so die Nummer 1 der 40k-Lektüre. Das, wie gesagt, das ist aber auch viel Geschmackssache. Das ist ja bei genau wie bei Musik oder Büchern, da kann man ja nicht sagen, das ist, sondern... Ja, es muss man immer so... Muss er jedem dann immer ein bisschen gefallen. Auch. James Swallow. Ja, genau, schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Nochmal Werbung, kauft es beim Taschengeld-Dieb die Sachen über meinen Affiliate-Link. Helft ihr uns allen weiter, weil wir da eine kleine Provision kriegen. Ihr zahlt nicht mehr und das hilft dem Kanal.
damit wir mehr solche Videos machen können. Schreibt uns gern in die Kommentare, was wir hier jetzt alles für ein Bullshit verzapft haben, was alles ganz anders war und so. Schreibt es freundlich unbedingt wieder wichtig rein. Aber ich denke mal, dass viele da draußen sitzen und sich das Video vielleicht angeschaut haben, die so viel mehr Ahnung zum Fluff haben wie wir. Wir haben uns halt jetzt einfach mal vor die Kamera gesetzt und was geredet und wollten da mal so eine lustige Quatschsendung draus machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem unterhalten. Und wenn ihr es euch bis jetzt angeschaut habt, kann es so schlimm nicht gewesen sein. Somit lasst uns ein Like da, gerne einen Kommentar, teilt unseren Kanal, spendet uns was auf Facebook, habt uns gern. Dann werden wir mal schauen, ob wir die Kommentare abwarten und schauen, ob wir noch so Erfolge machen oder ob wir es lieber lassen. Ja, wahrscheinlich lieber lassen. Das Problem ist, dass bei mir flufftechnisch dann schon ausschlagt. Also schon, ich bin nicht so bewandert. Man kann ja einzelne Primachen abklappern. Ich müsste mal, ja, also bei mir ist es halt auch so, dass ich sage, wenn ich weiß, wenn euch sowas interessiert, in diesem Stil, in diesem nicht voll, es gibt ja so gute Formate und so gute Kanäle, die wo da richtig gut drüber reden und da Ahnung, also richtig Ahnung haben. Ja. Das machen wir nicht. Sondern mehr so mit einem zwinkernden Auge. Wenn ihr sowas weiterhin sehen wollt, schreibt es rein. Schreibt doch gerne auch ein Thema rein, was euch am meisten interessieren würdet. Wir können nicht garantieren, dass wir unbedingt zu dem wieder was machen. Aber wenn man sagt, okay, man hat jetzt mal Zeit und Lust und liest sich da irgendwo ein bisschen wo rein vielleicht. Ja. So zum Beispiel Fluff Ork Codex. Keine Ahnung. Ja, kann man halt mal reinschauen. Muss mal gucken. Ja. Und schauen wir mal. Also, vielen Dank fürs Zusehen. Ciao. Wir sehen uns. Servus.